lese aus Anuschka Blume das Ende. Dieses Buch ist die Geschichte des Briefwechsels eines nicht mehr jungen und sonderbaren Liebespaars. Pjotr Michailowitsch ist Journalist mit dem Ressort Visionen und Anuschka ist Lehrerin an einer Dorfschule. Sie schreibt an ihren geliebten Pjotr und er schreibt zurück. Bis zum Schluss bleiben die beiden per sie miteinander. Bis zum Schluss beschwören sie die Liebe und behaupten, das Sein der Liebe jenseits der Tatsachen, gegen alle Wahrscheinlichkeit, gegen die traurige Einsamkeit des Alterns. Bis zum Schluss, bis sie einander begegnen, vielleicht, oder bis einer der beiden erwacht. Wir sind in den Bergen. Anuschka, Konstantinina und Pjotr Michailowitsch gehen durch den Schnee aufeinander zu, klopfenden Herzens. Er geht gebeugt, als hätte er eine unsichtbare Last auf seinem Rücken. Mehrmals fällt er hin und bleibt eine Weile auf der Erde liegen, die Hand an die Stelle gepresst, wo sein menschliches Herz zu vermuten ist. Er geht und beugt sich unter etwas Unsichtbarem. Der Himmel scheint auf ihm zu lasten. Doch bevor er sich auf den Weg machte, wurde er erhört. Das Wort, das er heimlich sprach, hörte niemand. Und niemand hörte es und ließ es geschehen. Da steigt sie den Hang hinab. Ihren Zopf staubige Silber löst sie im Gehen. Sie versucht nicht zu lachen, zügelt das Flattern ihres Lächelns. So vergnügt ist man nur zweimal im Leben. Nur zweimal, am Anfang des Weges und ganz am Ende. Aber sie weiß es nicht, sie ahnt es nicht und leuchtet, unwissend, umso heller. Einmal bleibt ihr Tuch im Geäst hängen. Sie kehrt um und legt sich das Tüchlein wieder behutsam um die Schultern. Einmal fällt ihr eine Handvoll Schnee von einer der Tannen auf den Kopf und rutscht ihr hinter den Mantelkragen, als sie nach oben schaut. Ein Vogel sitzt auf der Spitze des Baums und spricht. Sie schaut an dem Vogel vorbei in die Wolken, als wäre er fortgeflogen. Aber nein, er sitzt da und spricht. Sie steigt den Hang hinab und schüttelt im Laufen die weichen Pfoten der Tannen, tritt mit aller Kraft, die sie hat, gegen die Baumstämme. Und es fällt etwas Schnee in den Schnee, der von einer anderen Natur zu sein scheint, wenn er auf der Erde liegt, dunkler, als würde er das Wesen der Erde begreifen.